Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Einen wunderschönen guten Abend, Mars 7A, the 100.000 Angels. Diese nächsten drei Stücke, auch dieses Stück, ist mit 432 Hertz hier gespielt worden. Und heute begrüße ich euch am 27. Oktober 2017 zu Seelengespräche, die Nelly Simtion. Nelly Simtion war schon vor circa anderthalb Jahren öfters bei Okitalk unterwegs in Form der Kinesiologie, hat auch Live-Übertragungen hier gemacht, verschiedene Themen Abende uns hier beschert. Heute ist sie wieder bei uns nach einer gewissen Zeit und sie wird sich jetzt auch nochmal selber kurz vorstellen. Und ich begrüße recht herzlich Nelly Simtion heute hier auf Okitalk. Guten Abend zu dir. Hallo Klaus, danke für die liebevolle Begrüßung. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich bin natürlich auch etwas aufgeregt, aber das ist alles ganz normal, gehört dazu. Das kenne ich ja schon von früher. Und ja, das Thema heute ist die Seele getrennt vom Sein, vom Leben, oder ist es vielmehr die Essenz? Unser Selbst, unser Sein, unserem Sein, das ist ja heute das Thema. Und natürlich möchte ich es nicht allzu sozusagen hochschwingen lassen, sondern wir bleiben natürlich sehr erdlich. Also wir werden ganz normale menschliche Aspekte auch ansprechen und natürlich auch verbunden mit dem, was uns aus verschiedenen Lehren bekannt ist in der Zwischenzeit über die Seele, über den Emotionalkörper, auch über Musik, die in 432 Hertz schwingt. Für alle, die es noch nicht wissen, aber das, ich glaube, das sind die wenigsten, das ist der natürlichste Kammerton, ist eben 432 Hertz und es ist die Tonfrequenz, die mit dem Menschen, der Natur und dem Kosmos im Einklang schwingt. Ja, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde weltweit der künstliche Kammerton 444 Hertz eingeführt. Und die meisten Musikinstrumente werden auch in 440 Hertz produziert. Doch lassen sich gewisse Instrumente wie zum Beispiel Klavier, Geige und Gitarre leicht umstimmen auf den harmonischen Ton 432 Hertz. Ja, also das war jetzt ein langer Diskurs jetzt für den Anfang. Ich verzettle mich leider Gottes auch immer wieder in meinen Ausführungen. Ja, Klaus, möchte dich bitten, dass du auf irgendwas eingehst, dass du mit Fragen auf mich eingehst, weil sonst lande ich sonst wo. Danke. Dafür bin ich ja da, liebe Nelly. Ja, Nelly, du warst schon lange nicht mehr da bei uns. Was hat sich so getan mit deinen kinesiologischen Sachen? Bist du da weiter mit am Ball, dass man mal kurz so ein kleines Update bekommt, was so bei dir im Leben so passiert ist? Hast du da irgendwas für uns Neues? Also es hat sich in meinem privaten Leben wirklich sehr viel getan. Ich habe eine sehr schwierige Phase durchgemacht. In dieser Phase wurde ich mit ganz starken Ängsten konfrontiert. Das waren richtige Panikattacken. Und ich stellte fest, obwohl ich davor noch zu mir sagte, mir kann nichts mehr passieren, ich habe schon alles gesehen und erlebt. Und es hat mich dann plötzlich überrascht und ich stellte fest, dass das nicht mehr aufhört. Und das war das Schlimmste, weil das war wie ein Laufband.
in meinem Kopf, was mich immer wieder auf dieselben Gedanken gebracht hat, beziehungsweise es hat auch immer wieder dementsprechend die also verschiedene Emotionen und Gefühle in mir geweckt, die schmerzvoll waren. Und somit habe ich beschlossen, mich vorerst und hauptsächlich auf mich zu konzentrieren, auf mein Wohlbefinden und natürlich auch auf meine Arbeit, auf meine Hauptarbeit, die ich sonst nachgehe, und auf die alltäglichen Dinge. Ja, das so viel dazu. Natürlich habe ich bis zu diesem Zeitpunkt habe ich einige Erfahrungen dieser Hinsicht gemacht, wo ich einfach immer wieder darin bestätigt wurde, dass man wirklich mit einfachen Mitteln und Methoden so viel Heilung im persönlichen Leben einbringen kann. Und ich kann nur jedem nahelegen, sich wirklich auch für Alternativmedizin zu öffnen, zu schauen, zu hinterfragen, und für sich zu entscheiden, wo man wirklich für sich persönlich Hilfe oder Unterstützung sich holen kann. Ja, schön, dass du das erzählst. Nicht nur dir ging es mal nicht gut, vielen Menschen geht es nicht gut und man kann das Leben annehmen. Du hast selbst gesagt, und das finde ich sehr gut, dass du dich erstmal wieder im Vordergrund gestellt hast und dich erkannt hast. Ich sage ja auch, die Eigenliebe, die Selbstliebe, sich dann auch zu erkennen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Schön, dass du heute Abend da bist und es gibt ja auch heute eine Sendung zum Thema Seelengespräche. Und du hast da einen schönen Blog auch aufgemacht auf Facebook, den findet ihr auch im Sendeplan. Möchte noch mal kurz hinweisen für die Zuhörer draußen an den Boxen. Wir haben unser Telefon freigeschalten für Österreich, ein österreichisches Festnetztelefon. Ihr könnt euch gerne einbringen heute in der Sendung. Einmal von außen her, Telefon für Österreich ist die Vorwahl 0043, wenn die Menschen aus dem Ausland anrufen. Ansonsten für Österreich 0720 518 197. Und wir haben den Außenchat auch für euch geöffnet, wo ich den begleite. Wenn Fragen, Anregungen sind zum heutigen Abend, einfach einschreiben und es wird dann dementsprechend weitergeleitet. Ja, Seelengespräche. Wenn ich Seelengespräche höre, dann heißt es für mich erstmal, ich kehre in mir ein und nehme erstmal wahr, das ist meine Wahrnehmung. Ist die Seele vom Sein Leben? Ist die Seele vom Sein Leben? Da fange ich mal direkt an. Liebe Nelly, was bedeutet das? Ist die Seele etwas von dem Sein Leben getrennt? Also, wie darf man das verstehen, dieses Thema? Also, ich sehe es für mich persönlich so mittlerweile, beziehungsweise durch meine Lebensgeschichte und meine Lebenserfahrung wusste ich immer, dass ich immer mehr bin als das, was ich hier lebe. Ja. Die Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, die haben mich dann bestätigt. Also für mich steht auf jeden Fall fest, dass die Seele vom Sein, was für mich gleichzeitig auch Leben heißt, Sein ist Leben, Leben ist Sein, dass da keine Trennung gibt. Die Seele ist viel mehr, ich würde es mal so erklären, das ist der Beobachter dessen, was geschieht hinter dem Beobachter. Und ich glaube, dass wir alle irgendwann mal uns in Erlebnissen wiedergefunden haben, wo wir die Situation wirklich aus einer höheren Perspektive betrachten könnten. Und das ist unser Sein, das ist unser, das habe ich jetzt falsch gesagt, das ist unsere Seele. Die Seele kann alles wahrnehmen. Die Seele ist
Was ist der Kern unser Dasein? Und wenn jeder für sich ein bisschen schaut und hinterfragt und überlegt, glaube ich, dass auch man auch leicht dahin kommen kann. Ja, viele Menschen sprechen ja mit sich selber. Also, wenn man nicht jetzt gerade mit dem Mund redet, haben wir unsere Gedanken. Und die Gedanken sind bestimmt, so glaube ich, von Ego und Verstand. Ja, und unsere Erfahrungen. Und manchmal kommt auch Blitze herein, wo man plötzlich sagt, hui, wie kann denn das passieren? Ein Gedanke, den man eigentlich gar nicht vorher gedacht hat, der kommt dann einfach. Wie kann man das da verstehen, wenn man einfach den Gedanke sieht? Du hast vorhin noch in der Einleitung gesagt, dass du in deinem Kopf ziemlich viel ja, Gedankenkreisen hattest. Das sind ja auch im Endeffekt Gedanken oder auch Stimmen. Ja, das ist wie einzuordnen damit? Ja, also ich fange jetzt erstmal bei dem an. Du hast das Thema Intuition angesprochen, Gedankenblitze. Und das ist eben der intuitive Teil, der den Menschen ausmacht. Und dieser intuitive Teil, sagt man ja auch dazu, es ist der sechste Sinn. Und dieser sechste Sinn ist eben die Seele, unsere Seele, die direkt zu uns spricht. Man kann ja auch sagen, das Göttliche, das Überbewusstsein spricht zu uns, durch uns. Ja, ja, es ist die Seele, kann man auch sagen, es ist der Spiritualkörper, was das göttliche Prinzip darstellt. Es ist ein hochschwingender Aspekt, was sich in jedem von uns befindet. Das war das eine. Und das andere war nochmals, Klaus? Ja, wegen dem in sich denken. Ne? Manchmal Ja. verlässt man ja die Mitte Genau. und fängt ins Gedankenkreisen an. Genau, und das befindet sich eben in unserem Mentalkörper. Ja? In unserem Mentalkörper befinden sich alle bewussten und unbewussten Erfahrungen und Gedankengänge. Ja? Und warum war das so bei mir? Weil da irgendwas ich sage jetzt im Nachhinein, es gab da etwas, was ungelöst war. Es waren Ereignisse aus vor früher, die einfach in meinem Unterbewusstsein abgespeichert waren und ich kann es nicht einmal sagen, wodurch die ausgelöst wurden. Ich glaube bei mir, das vermute ich ganz stark, dass die durch den persönlichen Stress ausgelöst wurden. Wobei ich, wie ich schon erwähnt hatte, ich der Meinung war, jetzt stehe ich über alle Dinge, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe genug erfahren, ich hab mich genug weitergebildet, ich habe genug an mich gearbeitet. Ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich hin möchte. Ich erkenne mich und ich erkenne die Menschen. Aber irgendwas in mir sagte, nein, so weit bist du noch nicht. Und somit ist dieser Prozess im Gange gesetzt worden. Und es war einfach schmerzhaft. Ich befand mich, also wenn solche Sachen aktiviert werden, befand ich mich quasi in einer Parallelwelt. Ja? Und in dieser Welt spielten sich diese Dinge ab. Ja? Und das alles war aber in mir abgespeichert. Das sind Dinge und Gefühle und Emotionen, die natürlich nur ich wahrnehmen könnte. Also es hatte unmittelbar mit mir persönlich was zu tun und nicht unbedingt mit der Außenwelt. Was natürlich passiert durch das Gesetz der Resonanz, dementsprechend sieht man die Menschen und die Situationen an.
Je nachdem, in welcher Verfassung sich man sich befindet. Das heißt, wenn ich mich in einer schlechten Verfassung befinde und ich gerade gereizt oder ärgerlich unterwegs bin, sage ich jetzt mal, dementsprechend kommen Menschen auf mich zu, das kann jeder für sich beobachten, die mir genau das widerspiegeln. Die widerspiegeln mir meinen Ärger, meine Frust, meine Angst, meine Wut. Und weiß der Gott, was noch in mir alles in dem Moment sich abspielt. Ja. Also, so viel kann ich dazu sagen. Wenn du noch Fragen hast, stell sie einfach. Ja, ich sage immer, das Leben steckt voller Überraschung. Man meint manchmal, jetzt bin ich schon ganz gut unterwegs. Und dann passieren doch Dinge, die man eigentlich gar nicht erhofft haben. Also das Spiel des Lebens auch zu erkennen und anzunehmen. Du hast auch das Spiegelgesetz gerade genannt, praktisch. Das, was man auch anzieht. Und so sehe ich das. Und ja, Nelly, du hast eine Seite aufgebaut, die nennt sich Seelengespräch auf Facebook. Und du hast da ziemlich gute Texte eigentlich auch verfasst. Vielleicht wollen wir da so gleich mal langsam auf eingehen. Und dann habe ich noch heute zum Thema, was wir vielleicht versuchen wollen, mal anzusprechen. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade schon über die Seele ein wenig gesprochen, weil wir haben ja einmal die Seele, die Energien, dann die Spiritualität und vielleicht mal dann später mal drüber reden, was ist die Spiritualität, was das ist. Dann haben wir die Kinesiologie, eine Akupressur, was vielleicht heute Abend nochmal mit reinfließen wird, und die Qi, das Qi allgemein auch, Lebensenergien auch noch vergessen zu sagen. Das sind Themen, die wir vielleicht heute mal ein bisschen ankratzen werden. Das sind viele Themen. Und wir schauen mal, wie die Sendung heute Abend wird. Natürlich wollen wir auch auf den Blog von dir eingehen. Das ist im Sendeplan auch drin. Ich kann ihn noch mal kurz wiederholen. www.facebook.com/seelengespräche.com müsste das sein. Der Blog Seelengespräche werdet ihr diesen Blog auf jeden Fall finden. Und ein Like, da freut sich die Nelly sicherlich auch dazu, dass man da mal ein Like, ein Däumchen hoch macht, wenn es euch natürlich gefällt. Ja, Nelly, fangen wir doch mal an, oder? Ja, natürlich, gerne. Also ich möchte vorerst so einsteigen. Wie gesagt, ich hatte eine schwierige Phase in meinem Leben durchgemacht und mittendrin kann man sagen, habe ich beschlossen, diesen Blog zu eröffnen. Und ich war schon immer ein Mensch, der sich für die Belangen und für die Emotionen und für die Befindlichkeiten meiner Mitmenschen sich interessiert hat. Und auch viel mehr ging es mir darum, dass ich ihnen dabei unterstütze, dass ich eine Stütze bin. Das heißt noch lange nicht, dass ich selber keine Unterstützung benötigt habe. Ich erkläre nur, warum ich diesen Blog aufgemacht habe und wie es zustande kam. Also vor allem war, also ich fange mal so an. Ja, diese Phase in meinem Leben hat mich an einen Punkt geführt, der, wie soll ich sagen, es hat meine ganze Kindheit hat wieder hochgespult. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, ist mir auch klar geworden, wie viele Seiten und Aspekte in mir ich nicht mehr lebe, die ich aber früher, wie ich noch relativ jung war, ich gerne nachgegangen bin, wie zum Beispiel Schreiben oder Musizieren oder Sport machen. Früher war das Judo, das war damals
mein Lieblingssport. Heute ist es Yoga. Ja, und somit habe ich angefangen zu schreiben. Und natürlich war das auch mit einem gewissen, also mit einer Ungewissheit verbunden. Wie kommt das an, wenn ich einfach frei von der Leber gewisse Dinge schreibe? Wie kommt es bei meinen Mitmenschen an? Wie fassen sie das auf? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder wirklich das liest, was er versteht. Und ich finde es ein bisschen schade, aber ich kann nicht für jeden die Verantwortung übernehmen, für das, was er darin interpretiert. Nur ich sagte mir, wenn ich meiner Intuition nachgehe beim Texte schreiben, dann wird es auch die Menschen berühren, ja. Je nachdem, also vielleicht kann nicht jeder was mit meinen Texten anfangen, aber die sich interessieren und einfach schauen und gerne sich erkundigen und oder gerade in einer schlechten Situation stecken, davon gehe ich stark aus, dass sie etwas für sich, für das eigene Leben auch mitnehmen können. Ja. Ja, das hast du schön gesagt, denn ich finde, jetzt haben wir ja auch so die Herbstzeit. Ne? Man ist mehr im Haus vom Wetter her aus und man widmet sich oft einem Buch oder auch Gedichte und Schriftwerke, ist vielleicht mehr im Künstlerischen unterwegs und ich glaube, die Jahreszeit passt ganz gut dazu. Seelengespräche von Alice im Tion. Entschuldigung, Mandy? ich bin wieder da. Verzeihung, ja. Fang Genau. einfach an und Ja, ich fange gleich an. Einen kleinen Augenblick bitte. sonst darf ich, kann ich auch den ersten Teil mal lesen. Lesen? Ja, gerne. Ja, dann starte ich mal. Dann musst du nur dein Mikrofon stumm stellen und dann passt es. Und ja, die Seite heißt www.facebook.com Seelengespräche/. Und dann kommen da noch ein paar Buchstaben hinter, aber die Facebooker brauchen ja nur in die Suchmaske Seelengespräche eingeben und man findet es. Und da heißt es Seelengespräche. Geschrieben wurde dieser Beitrag am 6. Januar und da heißt es Leitsatz. Es sind doch auch immer Worte, die uns berühren und unsere Lebenswege bereiten. Ob schriftliche Übermittlungen aus einer weit entfernten Zeit, das liebevolle Gespräch mit einem uns nahestehenden Menschen, Lehrbücher und Maxime von Wissenden, Gelehrten oder Liebenden aller Art sind es, spielt dabei keine Rolle. Vielleicht erzähle ich dir nichts Neues, jedoch erinnere ich dich zur rechten Zeit an etwas, was dir dienlich sein kann. Vielleicht enthält meine Lebenserfahrung mit all dem Auf und Abs Wichtiges für dein Leben. Vielleicht berichte ich auch über etwas, mit dem du nichts anzufangen weißt. Ich möchte es dennoch tun. Des Weiteren werde ich aktuelle astrologische Aspekte, Numerologie, Natur und Gesundheit im Allgemeinen mit einfließen lassen. Mögen meine Zeiten und meine Eindrücke dich auf einer sanften Art berühren. Das ist meine Intention. Seelengespräche. Und nun übergebe ich an Nelly Simtian. Ja, also wie ich schon in den Text verfasst habe, es ist wirklich die reine Intention, vor allem die Menschen zu berühren mit dem, was ich schreibe. Also warum Astrologie? Astrologie ist ein Aspekt unseres Seins, was wirklich sehr stark damit verbunden ist.
Und jeder von uns weiß, wenn man ein bisschen nachrecherchiert, okay, ich bin im Sternzeichen Schützen, sage ich jetzt mal, geboren. Ich bin ein Mensch, der gerne die Leitung übernimmt, der sich interessiert also im Allgemeinen ist sehr neugierig, offen, vielen Dingen gegenüber und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht alles anführen. Da weiß man dann schon, okay, spannend, ich erkenne mich darin wieder. Und deswegen möchte ich auch immer wieder gerne diese Aspekte in meinen Blogbeiträgen mit einführen. Einfach zum Veranschaulichen. Es gibt Menschen, die wollen sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Aber ich finde das immer wieder spannend und interessant, wenn man sich hin und wieder mal, ich sage ja nicht, man musste aus dem jetzt eine Wissenschaft machen, das muss man nicht, das braucht man nicht für den Alltag. Aber wenn man immer wieder nachschaut und nachblättert, okay, wie schaut es jetzt mit der Mondphase aus? Ist es Vollmond? Was besagt dieser Vollmond? Ist es ein Vollmond, was bewegt dieser Vollmond? Wo befinden sich, in welcher Konjunktion befinden sich die Planeten oder stehen in welcher Beziehung stehen welche Planeten zueinander? Darin erkennt man schon sehr viel. Und es gibt Menschen, wie zum Beispiel die wunderbare Silke Schäfer, die ist Astrologin vom Beruf und auch Buchautorin, und die zitiere ich auch immer wieder mal gerne in meinen Blogbeiträgen. Die setzt sich da mit dem sehr gerne und sehr ausführlich auseinander. Und man findet darin sehr viele Informationen, die man so nicht wissen könnte, ja, über Planeten, Konstellationen und so weiter, zum Vollmond oder Neumond oder wie auch immer. Und man kann davon nur profitieren. Natürlich sind ihre Beiträge auch mit Spiritualität eingehaucht, ja, muss ich auch dazu sagen. Und wir werden auch noch darüber reden, was Spiritualität heißt. Wie gesagt, also unterm Strich finde ich, es ist wichtig zu wissen, in welcher Zeit wir aktuell leben. Und es ist auch schön zu wissen, wie es in den nächsten paar Jahren ausschaut. Also wie soll ich sagen, ich bin ein wissender Mensch, ich bin im Sternzeichen Zwillinge geboren, also somit ist alles klar. Noch dazu habe ich meinen Aszendenten im Skorpionzeichen. Das steht für Tiefe. Und also ich möchte den Dingen immer gerne auf den Grund gehen. Und ich bin auch sehr feinfühlig. Ich erspüre die Zeit. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass mich mein Gefühl selten drückt. Also für mich sind fallweise gewisse Beiträge von Wissenden, sage ich jetzt mal, oder von Spezialisten auf ihrem Gebiet, sind für mich mehr eine Ergänzung oder eine Bestätigung zu dem, was ich eh schon erahne oder erfülle. Ja? Und ich kann es nur jedem nahelegen, einfach für sich, wenn er sich natürlich dafür interessiert, sich mit diesen Dingen auch ein bisschen näher zu beschäftigen. Ja, genau. Und das findet ja jeder für sich seinen Weg, den er gerne annehmen möchte. Ja, du hast da ein Posting gemacht. Da ging es um ein Kind, wie ich das sehe. Und das Kind hält
ja, praktisch eine Winterlandschaft ist das und hält eine weiße Taube fest. Vielleicht magst du damit anfangen. Ja, natürlich gerne. Also, als ich dieses Bild sah, naja, ich habe zuerst einmal einen Text verfasst. Fangen wir mal so an. Und ich habe nach dem passenden Bild gesucht. Und wie ich dieses Bild sah, erkannte ich mich darin wieder. Also jetzt nicht vielleicht bildlich, eins zu eins, sondern mehr intuitiv auf der emotionalen Ebene, sage ich jetzt mal. Ja? Also die Seele hat sich darin wiedererkannt. Wie ich früher war, über meine Unbefangenheit, die ich damals verspürt habe, natürlich wie jedes Kind, und dass ich ein Kind war, was sehr offen war für die Umgebung, was die Sachen sehr spielerisch angegangen ist, und dass ich voller Liebe war und dass ich die Menschen auf Anhieb verstand, egal was sie gemacht haben, und dass sie wirklich sehr geliebt habe. Es war, ich kann nicht einmal sagen, also diese Bezeichnung sehr lieben, das ist eine, vielleicht ist mir, ja, es ist eine Übertreibung, eine Steigerung. Ich habe die Menschen wirklich einfach geliebt, und in meinem Herzen war Frieden. Und für mich steht auch diese Taube, ja. Es ist ein Bote der Frieden. Und die Winterlandschaft steht für mich symbolisch betrachtet für das Leben an sich. Wir haben auch Winter, wir haben Herbst, Sommer, Frühling, ja. Also unterschiedliche Jahreszeiten. Mit denen kommen wir nicht immer einfach zurecht. Jetzt über diese Herbstzeit sind ganz viele Menschen müde oder angeschlagen oder was weiß ich, alles Mögliche, je nachdem. Und das entspricht, also das ist ein Symbol für das Leben. Und das Leben hat nicht nur Jahreszeiten, sondern auch unterschiedliche Herausforderungen. Und so habe ich mich damals wahrgenommen. Ja, entspricht meine Wahrnehmung, woran ich mich jetzt erinnern kann, von damals als Kind. Und ich möchte ganz kurz diesen Blogbeitrag vorlesen. Also, wenn ich zurückdenke an diesen Zeiten, als mein Leben erst anfing, spürte ich wieder die Leichtigkeit, die Unbefangenheit sowie die Neugier, die mich damals stets begleitet hat. Alles war außergewöhnlich schön. Es gab nichts zu verlieren. Die Tage waren viel, viel zu kurz für das alles, was ich noch tun und erfahren wollte. Erst durch das Urteil und Verurteil aufgrund von gesellschaftlichen Normen fühlte ich, wie es allmählich immer schwerer in meinem Herzen wurde. Auch die weit verbreiteten Lügen, Übergriffe aller Art, Menschen, Tieren oder Natur gegenüber und stetes Vorgaukeln in den Medien ließ meine Welt auch ein großes Stück ergrauen. Ich erkannte, dass die ganze Welt sich nach Liebe sehnte. Ich wollte nicht so werden wie die anderen. Dennoch machte mich das alles krank, denn ich wollte auch dazugehören. Es gibt leider auch heute vieles, was nach einer Erneuerung förmlich schreit. Ich aber habe aufgehört zu kämpfen und tue das, was mein Herz mit Freude und Liebe erfüllt. Kämpfen, um anderen Schaden zuzufügen, liegt mir nicht. Ich tanze lieber immer wieder gerne aus der Reihe. Wenn das Kind in mir sich meldet und Ungerechtigkeit, Stumpfsinnigkeit oder Lüge wittert. Und liebe das Leben, die Menschen, die Natur und alles, was sich auf dem Planeten und im Universum befindet, so wie früher.
Das kleine Mädchen in mir verkündet der Welt, es ist mein Leben und mein Sein und das ist alles, was ich zum Teilen habe. Ja, du berichtest über das Leben, wie die Menschen sind als Kind, noch vielleicht unbefangen, voller Liebe, voller Neugier. Dann wird man älter und man kommt mit den Menschen im Außen, mit dem System in Konflikten oder in Denkweisen herein, die man nicht für sich versteht oder nicht möchte vor allem. Und das schmerzt einen. Und das sind, glaube ich, sehr viele Menschen, die das auch so sehen, wie du das da ja geschrieben hast letztendlich. Und du nimmst den Bezug wieder auf die Unbefangenheit noch als Kind, wo du eigentlich als Kind noch ja, die Sauberkeit hattest, sage ich mal so. Die Klarheit als Kind natürlich. Ist das richtig? Ja, also ich glaube, dass wir, also ich glaube nicht, ich habe selber auch einen Sohn, der ist mittlerweile 19 Jahre alt und ich weiß ganz genau, dass jedes Kind und jeder von uns in diesem Alter die Dinge ganz natürlich betrachtet und dass das jetzt ganz offen ist. Was heißt, ein geöffnetes Herz zu haben? Das heißt, Liebe aus sich hinausströmen zu lassen und auch empfangen. Aber was passiert, wenn man sich in einer Umwelt befindet, wo Streit herrscht, wo Missgunst herrscht, wo und unterschiedliche Dinge sich ereignen, wo das Kind spürt, das ist keine Liebe. Das Kind fühlt sich unmittelbar schuldig, weil es nicht weiß, dass es nicht mit sich zu tun hat. Es erlebt das in sich und nimmt es als man nimmt es persönlich, ja? Kann nicht unterscheiden zwischen sich und der Außenwelt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, was wir uns auch heute vor den Augen führen sollten, weil es hat sich diesbezüglich nichts geändert. Ja, und diese Unbefangenheit und diese Offenheit dem Mitmenschen gegenüber, hat jedes Kind. Und wenn man Lügen erfährt und die Kinder sind die besten Lügendetektoren, das ist nun mal so. Ob sich dessen bewusst sind oder nicht, dieses Bewusstsein hat man auch nicht dafür, weil man nicht so oft auf der Welt kommt, in diesem Bewusstsein, dass ich jetzt von meinen Mitmenschen belogen werde oder dass ich missbraucht werde oder dass ich was auch immer, also diese Dinge, die einen Menschen oder eine Seele verletzen, ja, mit diesem Bewusstsein kommen wir nicht. Und somit nehmen wir alles auf uns auf und somit bauen wir ein Bewusstsein für das Leben auf. Und deswegen sage ich, es ist ganz, ganz wichtig, was wir nach außen tragen, jeder von uns trägt eine gewisse Verantwortung. Und wenn sich Menschen unter uns befinden, die behaupten, dass sie eine neue Welt sich wünschen, ja, in welcher Form auch immer, dann haben diese Menschen oder tragen diese Menschen auch die Verantwortung dafür, diese Welt auch zu erschaffen. Und die Grundbausteine wird wohl jeder für sich wissen, welche das sind. In welcher Hinsicht auch immer. Es gibt so viele Bereiche des Lebens, die einfach nicht mehr stimmig sind, so wie sie heute gelebt werden. Und somit sehe ich das so, jeder Elternteil und jeder Mensch, der sich dazu berufen fühlt,
um eine neue oder eine bessere Welt zu erschaffen, auch dass er eben die Verantwortung hat, diese auch umzusetzen. Wie auch immer, ja. Also ich sage nicht, jetzt musst du zu Superwoman werden oder Superman. Nur es geht einfach um das Bewusstsein, wie wir mit unserem Leben umgehen und welche Schritte wir sehen. Ja. Ja, da nenne ich mittlerweile das Wort richtiges Denken, dass wir Menschen wieder richtig denken lernen. Oft werden wir verführt im Leben, ne? Wie du sagtest, Lug, Betrug, wir misshandeln Tiere, wir gehen nicht fein mit der Umwelt um. Ja, und das sind alles Dinge, die schmerzen. Ne? Dann verurteilen wir Menschen, beschimpfen Menschen, fangen an zu betrügen und zu beklauen. Ja, und das sind einfach die Dinge, die eigentlich gar nicht wirklich uns glücklich stimmen. Im Gegenteil, die Gefühle kennt ein jeder, der damit schon zu tun hatte oder auch täglich hat, aufgrund der Berichterstattung der Medien zum Beispiel. Leider, leider, leider. Richtiges Denken, was ist das überhaupt? Ich glaube, das hat alles was mit uns zu tun, Nelly. Natürlich, genau. Ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist, dass wir durch diese frühkindlichen Erfahrungen allmählich verlernen, uns authentisch auszudrücken, ja, authentisch zu sein, ja, und uns selbst zu lieben. Wobei diese Selbstliebe, muss ich noch dazu sagen, also die Liebe ist immer da, das ist so. Nur es ist einfach überschattet von vielen Dingen, die in unserem Leben passiert. Es geschieht so viel teilweise. Wir geraten in so einem innerlichen Stress und wir sind dann dazu versucht zu glauben, dass wir nicht liebenswert sind, weil sich die Umwelt dementsprechend verändert oder auch verändert dementsprechend und so weiter. Anpasst. Ja, genau. Die Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig. Also ohne Selbstliebe und vor allem Selbstachtung ist alles andere nicht möglich. Das muss ich leider so sagen, wir verzetteln uns einfach nur in unserem Leben. Wenn man einmal dorthin kommt, dann weiß man ganz genau, was zu tun ist. Dafür brauchen wir keine Lehrer und keine Meister. Wir können uns gerne anleiten lassen. Wir können uns gerne Bücher als Leitweg nehmen, oder zumindest für eine Weile als Unterstützung. Nur in dem Moment, wo du und ich an diesem Punkt ankommen, wo wir genau wissen, wer wir sind und was Selbstliebe heißt, werden wir ganz genau wissen, was zu tun ist in unserem Leben. Und das heißt noch lange nicht, dass wir perfekt sind. Und über Perfektion habe ich auch was geschrieben, das möchte ich dann auch noch vorlesen. Ja, ich sag mal, wir sollten uns inspirieren lassen von dem Schönen, den Guten, von unseren Mitmenschen, die Kreativität, die Potenziale kitzeln dürfen, lachen dürfen. Das ist ein guter Weg, das zu erkennen. Und das Ernste, was uns nicht gut tut, sollte man auch erkennen und dafür eine Sorge tragen, dass es vielleicht nicht mehr so gelebt wird. Und das System oder die Systeme leben seit Jahrhunderten so und machen uns in eine Abhängigkeit. So kann man ja eigentlich gar nicht wirklich gesund aufwachsen. Wenn man in die Naturvölker schaut, gibt es auch ihre natürlichen Gesetze. Aber sie haben eine ganz andere Lebensqualität, wie wir hier funktionieren in unseren industrialisierten Land wie Europa, Amerika. Dort hat man vor allem den großen Konsum im Vordergrund gestellt. Ich habe das materialistische Geld, Geld und ich bin mehr wert. Aber was auf der Strecke bleibt, dass wir dieser realen Illusion hinterhergehen, ja, das war eigentlich schon eigentlich diese
Aussage, die Nelly uns heute schon mitgeteilt hat. Nelly, im Außenchat gibt es auch ein paar Fragen. Soll ich sie dir vorlesen? Ja, natürlich, gerne. Dann schaue ich mal kurz. Ich habe erstmal wird hier gefragt, ob du auch energetische Arbeit mit Männern auch machst. Das wird erstmal gefragt. Dann, Liebe ist wichtig, aber wie ist es mit der Körperlichkeit? Auch die körperliche Liebe ist sehr wichtig. Die Zuwendung zu einem, denke ich, das beantworte ich nur für mich. Das wird die Nelly dann auch für sich, denke ich, nachher beantworten. Wenn das Wurzelchakra gestört ist, genau, Liebe ist wichtig, aber wie ist es mit der Körperlichkeit, wenn das Wurzelchakra gestört ist? Welche Methoden gibt es, um das Wurzelchakra wieder in Fahrt zu bringen? Das wird hier gefragt, Nelly. Okay, also zur ersten Frage, ja. Also ich arbeite natürlich auch mit Männern sehr gerne. Natürlich, warum denn nicht zu meinen? Und die nächste Frage war, wie schaut es mit der körperlichen Liebe aus? Körperliche Liebe, das ist, gehört zu unserem Menschdasein dazu. Durch die körperliche Liebe kann auch die Herzensliebe entfacht werden. Aber die körperliche Liebe ist eben der Herzensliebe untergeordnet. Das ist so. Das weiß jeder für sich. Nur weil ich mit jemandem intim wurde, heißt noch lange nicht, dass ich diesen Menschen abgöttisch geliebt gehabt habe oder geschweige denn in einer Beziehung mit ihm eingegangen bin. So. Wurzelchakra. Wenn das Wurzelchakra gestört ist, hat es jetzt nicht direkt mit der körperlichen Liebe zu tun, sondern es zeigt vielmehr auf, wie man im Leben steht. Ja? Das Wurzelchakra ist sehr, sehr wichtig. Und ich würde jedem nur empfehlen, sich diesem Thema zu widmen, weil das Wurzelchakra ist das Chakra, was uns hier am auf der Welt die Stärke, die Stabilität und unsere Mitte, wie soll ich sagen, das ist aus dem Wurzelchakra, da ist deine Mitte, deine Selbstsicherheit, deine Sicherheit ist da drinnen enthalten. Und wenn das gestört ist, dann hast du ein gestörtes Geldfluss zum Beispiel, ja, oder deine Beziehungen zu den Mitmenschen sind nicht so stabil oder mehr oberflächlich und du bist unbeweglich im Leben. Weil das Wurzelchakra mundet ja auch zwischen den Anus und den Genitalien. Befindet sich auch in dem Beckenraumbereich, ja, also wo die Hüfte anfängt und so weiter. Also du kannst du auch eine schlechte Haltung haben generell, ja, also beeinträchtigt auch den Rücken, ja, beziehungsweise du dementsprechend hast du auch vielleicht Hüftprobleme, Hüftbeschwerden aber wenn das Wurzelchakra gestört ist, kann es sein, dass du auch Knieprobleme bekommst. Ja, wie kann man das wieder in Fahrt bekommen, Nelly? Das wird gefragt. Ja, dafür gibt es Schulungen. und Menschen, die diese Arbeit machen. Ja, also es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das Wurzelchakra wieder aktivieren kann. Meine beliebteste Methode ist aktuell Akupressur und Klangschallenmassage. So nennt sich das, ist keine Massage, so wie man es kennt, aber Klangschallenmassage
bringt den ganzen Körper ins Vibrieren. Das heißt, das, was festsitzt, das ist eine festsitzende Energie, also eine Blockade. Das wird gelöst, ja, und dann kann man an das eigentliche Thema arbeiten. Davor geht es schwer. Ja. Ja, danke. Ich glaube, das ist schon soweit beantwortet. Ja, das Wurzelchakra ist ja die Anbindung auch, vermute ich, zumindest ich als Laie, zur Erde hin, ne? So die Erdung, glaube ich. Und das ist ja Genau. dann das Öffnen des Horizontes nach oben hin, oder? Auch nach unten. Auch nach unten. Ja, nach unten Ja. die Bindung zur Erde und dann das Öffnen nach oben hin. Ich weiß es nicht, ich bin ja der Laie. Nach oben hin, insofern, dass, wie soll ich sagen, also das Ganze, also der Oberkörper stützt sich ja da drauf, ja? Ja, das baut sich Den alles ganzen auf, ne? Oberkörper stütz sich drauf. Also, das und die ganzen Beschwerden im Kreuzbereich, ja, ob das Lendenwirbelbereich ist oder weiter her oben, spielt mitunter auch eine Rolle. Ja, also hängt auch mit dem ein Stück zusammen. Aber das ist nur ein Aspekt dessen. Es gibt mehrere Aspekte. Also von den Schmerzen, die man im Bereich haben kann. Okay, ich glaube, das ist ganz soweit beantwortet. Lieber Zuhörer auf OkiTalk im Chatbereich, einfach nochmal schreiben, wenn es da Fragen gibt. Und ja, und wir haben hier einen Gast, das ist der Roman. Einen wunderschönen guten Abend von CryptoTV. Guten Abend zu dir. Ja, hallo Nelly, hallo Klaus und ein herzliches Hallo auch an alle Zuhörer. Es sind heute schon ein paar Begriffe gefallen, wie die Seele, der Geist, das Ego. Und ich habe da mal eine Frage an Nelly, ob ich das so richtig verstanden habe. Ist der Geist sozusagen das Ich in alten Lebenserfahrungen, also in den Inkarnationen, die man gegenwärtig hat? Und ist die Seele dann das Mittel, mit dem wir das gegenwärtige Leben im derzeitigen Körper gefühlvoll oder auch emotional erfahren dürfen. Also ist dadurch die Seele das Medium, mit dem wir unseren Geist, unsere Chakren sich dann entwickeln können. Ja, hallo, freut mich, dass du da bist, Roman. Danke für deine Frage. Genau so ist es, ja. Also die Seele ist quasi das Fahrzeug, ja. Und da befindet sich alles. Da befinden sich alle Informationen. Es gibt Menschen, ich befinde mich auch darunter, die behaupten, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ich habe nämlich auch eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung zu diesem Thema, was mich darin bestätigt hat. Ja? Und somit ist für mich klar, ich bin nicht nur das, was ich jetzt bin, mit dem Namen, den ich von meinen Eltern bekommen habe, oder mit meiner Herkunft in dem jetzigen Leben, mit dem Wissen, was ich jetzt in diesem Leben angesammelt habe, sondern ich bin viel mehr als das. Also die Nelly, die eigentliche Nelly heißt nicht Nelly, hat keine Herkunft, keinen Namen, keine Religion. Ja, aber sie weiß auch alles. Sie ist die Gesamtheit aller Erfahrungen, ja. So kann ich es erklären. Aha, und wie ist es dann, wenn wir jetzt sozusagen diesen Körper verlassen? Was bleibt oder was ist das Beständige? Ist es unser Geist? Nehmen wir einen Teil der Seele mit? Ist die Seele das, was sich ja immer mehr, was man nicht mitnimmt, was einfach von jedem Leben dann etwas anderes ist? Und worin besteht unser Ego in diesem Spiel? Also, wenn die Seele mal den Körper verlässt, kannst du zu 100% davon ausgehen, dass dein Ego ja, in diesem Leben einmal stirbt,
Ja, das Ego stirbt. Es gibt dann kein Ego mehr. Die Seele ist das, was den Körper verlässt. Ohne Ego. Und wie gesagt, Seele ist auch die Summe all deiner Erfahrungen, all dem Wissen. So kann ich das für mich erklären. Und auch für euch natürlich. Und irgendwas wolltest du noch wissen, wo die Seele hinkommt und so weiter. Das kann ich dir nicht sagen. Das, was ich erfahren habe, Roman, ist, dass ich mich in einer Parallelwelt befunden habe, wo ich das Gefühl hatte, so als wäre ich ganz lebendig, ja. Ich bin ganz lebendig und ich kann jetzt gehen, wo ich hin möchte, ja. Ich kann jetzt diesen Raum verlassen, ohne dass ich die Tür verwende. Ich kann durch die Wände gehen. Das war meine Erfahrung. Was danach tatsächlich passiert, ob da einen Himmel gibt, ob die Hölle gibt oder weiß der Gott was gibt, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ja, das ist ein großes Mysterium. Was ist das Beständigere? Der Geist oder... Entschuldigung, sorry, ich wiederhole nochmal. Was ist das Beständigere? Die Seele oder der Geist? Oder was ist das Absolute von beiden? Nimmt man beides immer und ewig mit? Oder was bleibt am Schluss generell übrig? Die Seele oder der Geist oder beides? Die Seele bleibt beständig. Ja, ich habe gesagt, dass die Seele die ganzen Erfahrungen beinhaltet. Was heißt die Erfahrungen zu sammeln? Wo sammeln wir Erfahrungen an? In unserem Bewusstsein. Also Wort Geist würde ich jetzt beiseite lassen, sondern Bewusstsein. Also Seele ist auch gleich Bewusstsein. Es ist die Summe aller unseren Lebenserfahrungen und nicht nur der Lebenserfahrung, auch der Erfahrung darüber hinaus, ja, vor dem Leben. Oh, danke schön. Falls mir bei anderen eine Frage habt, dann möchte ich vielleicht ihm mal den Vorzug lassen. Aber ich habe da später noch gerne ein paar andere Fragen. Ja, Nelly, ich würde Okay. danke dir, Roman. Eine Stunde vorbei. Was meinst du? Du hast da noch einen 432 Hertz-Song. Sollen wir den einspielen? Ja, ich möchte noch, bevor wir dieses Lied einspielen, möchte ich ganz gerne einen Blogbeitrag von mir vorlesen, wenn ich darf. Ja, bitte gerne. Ja, und weil ich das noch, bevor der Roman vom Krypto-TV, danke, dass du da bist, Roman, möchte ich kurz vorlesen und dann können wir ein bisschen entspannen, mit Musik entspannen. Und zwar über das Thema Perfektion. Also, wir haben noch darüber geredet, es ist wichtig, dass wir zu unserer Selbstliebe finden. Und das heißt noch lange nicht, dass wir, wenn wir einmal dort angelangt sind, dass wir dann super perfekt sind, Superwoman, Superman. Wir können und wissen alles und wir können keine Fehler mehr begehen. Und überhaupt, ja, das ist auch nicht der Sinn des Lebens, ja. Und das, was uns immer wieder hindert, uns selbst zu leben, also im meiner Erfahrung nach, und ich weiß von vielen Menschen, dass sie auch dieses Thema haben oder hatten, ist die Perfektion. Ich möchte ganz gerne den Blogbeitrag von mir vorlesen und dann machen wir die Musikpause. Also, Perfektion. Es gibt kein heikleres und komplexes Thema wie die Perfektion. Ich habe mich oft gefragt, wo dieses Streben danach herrührt. Nichts hat mich mehr gehindert in meinem Leben wie diese. Ich möchte ein wenig ausholen, ein Stück in die Vergangenheit zurückblicken. Ich fand die Wurzeln in meinen engsten Beziehungen. Jedes fehlende Lob und Anerkennung, die mir nicht zuteil kam, ließ mich in den Glauben zurück, nicht gut genug zu sein. Aber auch das Bewertungssystem der Gesellschaft, wie man zu sein hat, tat sein Übriges dazu.
Jahrzehnte habe ich dafür benötigt, um zu erkennen, dass ich vollkommen in meiner Unvollkommenheit bin. Die Einzigartigkeit eines jeden Menschen lässt sich nicht an Perfektion bemessen. Und dennoch ist es dieser, also der Perfektion, sehr nah. Für sich gut unterscheiden zu können, was man verbessern kann und möchte, aus einem persönlichen Bedürfnis und nicht aus einem Zwang heraus. Und dem, was wir als schädliches Perfektionsverhalten kennen, was uns in einem unbewussten, selbstzerstörerischen Handeln hineinstolpern lässt, ist die halbe Miete. Nach Höherem zu streben, liegt in unserer Natur. Wir können uns selbst nicht verfehlen, wenn wir uns selbst lieben. Ja, das war der Blogbeitrag und jetzt möchte ich dich bitten, Klaus, dass du den Musikplayer anmachst und wünsche allen eine angenehme Musikpause. Ja, Seelengespräche heute am 27. Oktober 2017, heute mit Nelly Simtion. Es ist spannend, was hier so passiert. Im Außenchat ist auch einiges los. Auch dafür ein Dankeschön. Und bisher gibt es noch keine Raunzap heute bei uns. Und das freut mich. Und bei so einem Thema, glaube ich, braucht man auch nicht raunzen, sondern einfach nur genießen, die Seele baumeln lassen. Und wir waren vorhin bei dem Thema, ja, was ist perfekt? Perfektheit. Ne? Ich sage immer, wir müssen gar nicht perfekt sein. Keiner ist perfekt. Wir sind alle vielleicht gut. Und wenn wir dieses Gute in dem anderen sehen, dann haben wir auch das Gute in uns. Also so sehe ich es, wie es in den Wald reinkommt, kommt es heraus. Perfekt. Ist ein Wort, was mir überhaupt nicht gefällt, weil jeder empfindet anders. Das macht ja die Vielfalt der Menschen aus. Ja, Nelly, ich übergebe dir mal wieder das Mikrofon und begrüße euch zum zweiten Teil der Sendung. Ja, hoffe, ihr habt die Musikpause genossen. Und ja, möchte noch ganz gerne etwas vorlesen. Und ich bitte dich, Klaus, dass du dann auf die Texte eingehst und mir Fragen dazu stellst. Ja, das würde ich mir wünschen. Und möchte ganz gerne über das Thema Lügen einmal was vorlesen. Ich habe einen Text dazu verfasst, einfach weil es für mich ein Thema ist. Ich habe schon immer gespürt gehabt, wie mich Menschen angelogen haben. Und das spüren viele von uns, keine Frage. Und ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht. Das heißt noch lange nicht, dass ich selbst noch nie jemanden belogen habe. Das ist nicht der Punkt. Sondern ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht, was Lügen oder Betrügen, also Lug ist gleichzeitig für mich auch Betrug, was das mit uns macht. Und ja, was das verursacht in unserem Leben vor allem. Also, ich kenne niemanden, der gerne belogen werden möchte. Menschen, die mit einer aufrichtigen Haltung oder mit einer aufrechten Haltung durchs Leben gehen, erschaffen dadurch eine gute Vertrauensbasis für wertvolle und beständige Beziehungen. Lügen sind wie ein zweischneidiges Schwert. Wer lügt, belügt in erster Linie sich selbst. Nur diejenigen, die sie im Ansatz schon als solche erkennen, können sich selbst davor schützen. Die Selbstachtung und Eigenverantwortung ist die Schutzrüstung vor Verletzungen, die durch Betrug entstehen können. Wenn es sein muss, steh alleine für dich selbst ein, wie ein Tiger, der sein Territorium absteckt und beschützt. Mögen wir alle jeden Tag aufs Neue lernen, eine liebevolle, aufrichtige Haltung uns selbst und gleichzeitig unseren Mitmenschen gegenüber zu pflegen und diese zu bewahren. Ja, das war der Blogbeitrag, Klaus. Ja, meine Maus war irgendwie nicht so schnell.
Ich darf hier da auch mal schauen, was mit der Maus ist. Vielleicht ist die Batterie bald leer, muss ich gleich mal schauen. Jetzt geht sie wieder im Moment. Ja, Lügen. Ein Lügen, sagt man, macht kurze Beine, lange Nasen, Pinocchio. Und ich sage immer so schön, ja, was heißt so schön? Du hast es angesprochen, man belügt sich erstmal selber an. Und jeder, der wirklich bewusst lügt, weiß auch, dass er lügt. Und ich bin ein Freund der Wahrheit. Und es ist einfach nicht schön, wenn Menschen die Lüge aushalten müssen und man ist in dem Moment verurteilt und ein Opfer irgendwo. Was macht es mit uns, eine Lüge? Es bringt uns aus dem Fluss, die Enttäuschung passiert. Und was verursacht es? Traurigkeit, Gefühle. Und das ist dann ein Gefühl, was wir, glaube ich, alle jeder für sich spüren. Das ist eines, wo der eine besser mit umgehen kann wie der andere. Ja, man belügt sich selbst, das sowieso in dem Moment. Die Selbstachtung und die Eigenverantwortung, so hast du gesagt, ist eigentlich ein Schutz. Ja, wenn man stabil genug ist, dann sage ich natürlich, die Selbstachtung heißt ja, ich achte auf mich. Und wenn ich diese Energie habe, dass ich auf mich achte, aber weil Menschen oft in diesem Leben so stark lügen, sind wir nicht immer labil, auf dass wir uns auf uns selbst achten. Daher haben wir ja auch verschiedene Erkrankungen wie eine Depression und ja, seelische Leiden auch oft. Aber haben wir die Selbstachtung, die Eigenverantwortlichkeit, dann sind wir auch in einem gewissen Schutz drin, das auf jeden Fall. Und jeden Tag kann es immer nur besser werden. Wir lernen jeden Tag immer wieder neu dazu. Wir sind hier da, um Erfahrungen zu machen. Ja, das ist ein schöner Text. Auch der Roman, vielleicht hat er ein paar Worte dazu zum Thema Lüge. Ich übergebe mal Roman das Mikrofon, wenn er da ist. Hallo Roman. Ja, die Lüge verletzt die Seele. Leider Gottes leben wir in einer Gesellschaft, wo sogenannte Notlügen oft notwendig sind. Und man zum Beispiel im Berufsleben kann man seinen Arbeitgeber sicher nicht alles erzählen, wenn man nicht selbst dann in Misskredit gerät oder auch seine Arbeit verliert. Und es ist schon sehr schade, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo dies noch notwendig ist und nicht in diese sogenannte Meisterschaft wieder zurückfinden können, ja. Das ist auch, das ist auch eine Entwicklungssache. Ich sage ja, in der heutigen Zeit empfinde ich, dass wir Menschen eigentlich erwachsene Kinder sind. Und die erwachsenen Kinder dürfen auch irgendwann mal groß werden. Wie die Raupe zum Schmetterling geworden ist. Wir haben noch ein enormes Potenzial, sich selbst zu erkennen, in welcher Welt wir leben und wie wir leben vor allem. Es ist ganz einfach, die Lösung zu sehen. In der Einfachheit ist oft die Lösung. Und die Soziallügen, die Notlügen ist oft nur da, weil man seine Haut oft retten möchte, weil wir in der Abhängigkeit sind. Auch diese Worte darf man mal für sich mal wirken lassen, oder? Ja, natürlich. Also ist, für mich steht das alles im Zusammenhang mit dem mit der Eigenverantwortung. Ja, was heißt jetzt Eigenverantwortung? Das heißt, so gut wie gehe ich damit um, wenn ich das erkenne? Wie reagiere ich? Tue ich so, als wäre nichts? Dann belüge ich mich selbst auch als Empfangender, ja? Oder gehe ich darauf ein? Wie gehe ich darauf ein? Das ist das Nächste. Wie möchte ich eine kritische Situation entgegentreten, was mache ich daraus? Oder ja, das ist die Eigenverantwortung, für sich zu entscheiden, was das Richtige ist in dem Moment für sich und vielleicht auch für die Beteiligten. Aber womöglich haben wir nicht einmal diese Option zwischen mir und die Beteiligten, sondern eben kann ich das Ganze oder muss ich das Ganze nur auf mich reduzieren und sagen, okay, ich bin die Einzige hier, die irgendwie das erkennt und wie gehe ich jetzt damit um?
Was mache ich jetzt damit? Ja, das ist eine Verantwortung. Ja, nehme ich das an? Oder bin ich auch stark genug, um zu sagen, hey, hier in der Runde bin ich wohl der Einzige, der merkt, dass hier doch gelogen wird. Und ich habe den Mut, es auszusprechen. Ne, das ist ja auch über den Schatten springen. Aber es löst immer was aus. Ne, wenn man selbst lügt, ne, lügt man aus Angst oft. Ne, und man entscheidet vielleicht dann, entweder weil man lügen muss oder man sagt, ich stelle mich der Lüge nicht und entscheide aus meinem Bauchgefühl und zeigt dadurch auch eine gewisse Stärke und Charakter, oder? Ja, also ich glaube, wir haben zu viele Begriffe für viele Dinge. Wir könnten alles vereinfachen und die Seele ist eigentlich der Teil in uns, der nicht verurteilt. Das ist der Teil in uns, der die Lüge wittert und auch ganz genau weiß, damit umzugehen. Aber weiß das der Mensch auch? Weiß das die Nelly? Weiß das der Klaus? Weiß das der Roman? Oder wer auch immer? Wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt damit? Die Seele möchte es aber erfahren. Man befindet sich nicht umsonst in einer gewissen Situation. Irgendwas möchte in Erfahrung gebracht werden. Und das heißt ja auch, wenn du einer Herausforderung gegenüberstehst, dass du der Herausforderung auch gewachsen bist. Sonst würdest du es nicht erfahren wollen. Sonst würdest du es einfach nicht erfahren. Ja. Roman, bitte. Ja, wie du gerade gesagt hast, Nele, wir haben zu viele Begrifflichkeiten. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Da möchte ich vielleicht ein Beispiel geben. Es gibt da diese spirituellen Weisheiten und auch diese mystischen Weisheiten. Ich habe mir immer gedacht, spirituelle Weisheiten sind diese Weisheiten, die, wenn man sein Bewusstsein offen hält, man auf alles eine Antwort bekommt. Und diese mystischen Weisheiten mehr zu den okkulten Geheimlehren gehören. Es hat mir aber ein sehr guter Freund von mir ein Buch mal näher gebracht von der Ruth Björkmann, das den Titel Mystik im Denken und Handeln und Leben beinhaltet. Und auf der Seite 9 von diesem Buch, da möchte ich mal einen ganzen kurzen Text vorlesen. Und da würde ich dann gern von den Nelly wissen, wenn ich das dann zu Ende gelesen habe, ob dann eben die Mystik und eben die Spiritualität doch nicht ein und dasselbe ist. Also, was ist Mystik, heißt es auf Seite 9. Und da steht, wir müssen die Mystik verstehen als den Zustand des wirklichen Lebens und somit erkennen, dass uns die Mystiker vorgelebt haben, wie wir leben sollen. Echte Mystik ist der Zustand der Verbindung des Menschen mit der Gegenwart, des schöpferischen Prinzips des Lebens. Je inniger diese Verbindung wird, umso mehr erfüllt der Mensch seinen geschöpflichen Sinn und wird zur Offenbarung der Seinskräfte. Die Mystik ist also der Zustand, wo der Mensch die Einheit zwischen sich und der Kraft, die in ihm lebt, erfährt, wo das Sein, der Schöpfergeist, in sein Bewusstsein hineinströmt und die Sonderung von seinem Ursprung aufgehoben ist. Dieses Erleben löst Frieden und Freude aus, bis zur Ekstase, bis zur Seligkeit, als einem Erfülltsein mit der Seele. Diesen Zustand nennen die 10 Buddhisten Satori und die Inder Samadhi. Die Christen reden von Unio Mystica, der Einswerdung mit dem Göttlichen. Also ist dann die Mystik und die Spiritualität, wie du gesagt hast, ein einziger Begriff. Da wurde einfach so getrennt, dass manche Gruppen diese Weisheiten unter sich verteilen wollen und diese sogenannten spirituellen Menschen es öffentlicher machen wollen. Ist das nur der einzige der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Warum? Weil
Mystik und Spiritualität, also Mystik versucht, die Spiritualität zu erklären. Und Spiritualität, also wenn wir uns, wenn wir das Wort Spiritualität aus einer anderen Perspektive betrachten, ja, also das kommt aus dem Lateinischen und spirare heißt atmen und spiritus heißt Atem oder Seele. Also es ist kein Unterschied dazwischen. Das ist nicht voneinander getrennt. Durch das Mystische wird versucht, die Seele zu ergründen. Und das konnte man jetzt auch in diesem Text hören. Es gibt keinen Unterschied. Weil die Seele spricht durch den Menschen, ja. Und das, was als Mystik verstehen, ist auch nur ein Begriff für Wissen, ja. Ah, sehr schön, das habe ich mir fast so gedacht. Dankeschön. Ja, danke spannend. Dir. Mhm. Spannend, die zu viele Worte. Mhm, stimmt schon, da ist schon was dran. Darf ich vielleicht noch mal eine andere Frage stellen? Ihr habt ja auch über das Qi gesprochen, die Lebensenergie. Kann man das so verstehen? Jeder Mensch hat ja sein eigenes Qi, seine eigene Lebenskraft, Energie. Wie sieht es aus bei jedem Menschen? Kann man das so verstehen, dass jeder, wenn er auf die Erde inkarniert oder reinkarniert, je nachdem auch, sozusagen ein Päckchen Qi mitbekommt? Der eine bekommt mal bildlich gesehen 1 Liter Qi, mit dem er sein ganzes Leben auskommen muss, der andere 1,5 Liter. Und wirkt sich das dann, je nachdem, wie man in seinem Leben wirkt, dann auch unterschiedlich aus, dass zum Beispiel der nur 1,5 Liter davon bekommen hat, eventuell mit Achtsamkeit damit umgeht, dann mehr, länger leben kann mit der Lebens-Qi, als wie einer, der was 1 Liter bekommen hat, aber das verbrast. Oder ist die Lebensenergie wirklich so lange vorrätig, wie der Lebensplan beschrieben wurde? Also das Qi wird jetzt nicht nach Portionen irgendwie an den Menschen weitergegeben. Ja? Wir verfügen alle über genauso viel Qi, ja? Wenn wir hier inkarnieren. Das Qi ist in allen Gegenständen und auch in uns vorhanden. Der Punkt ist der, und das fand ich sehr schön, wie du das formuliert hast, ob der eine jetzt mehr darauf achten soll, dass er mit seinem Qi auskommt und so weiter und so fort. Es ist nämlich Folgendes. Jeder Mensch hat einen Lebensplan. Und jeder Mensch ist in einem Sternzeichen geboren. Somit habe ich gewisse Fähigkeiten und auch Nachteile, die mir mit in die Wiege gelegt wurden. Und zu erkennen für mich, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut, mir persönlich, nicht dir und nicht der Gesellschaft oder irgendjemandem, sondern mir persönlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann gehst du richtig mit deiner Qi, mit deiner Lebensenergie, gehst du dann richtig um. Ja. Ja, sehr, sehr erleuchtend. Dankeschön. Gerne. Ja, ich schaue gerade auf deinem Blog weiter. Es sind auch ein paar Likes gekommen. Und ihr dürft gerne den Blog von Seelengespräche auf Facebook gerne liken. Ich sehe hier einen Beitrag, da geht es um den Löwen, den Tiger eigentlich. Du weißt, welchen ich meine, Nelly? Ja, den habe ich vorhin noch vorgelesen. Da geht es um die Perfektion.
Das habe ich bereits vorgelesen, ja. Ja, der ist einer, der mir vom Bild her vor allem gefällt und der passt auch dazu, weil das ja eines der stärksten Tiere mit ist, ne? Es gibt Zeiten, in denen man glaubt, nichts geht weiter. Was wir in unserer Gesellschaft berücksichtigen, ist, dass selbst im Stillstand vieles erkannt wird. Das hast du auch vorgelesen, richtig? Nein, das darf ich dich bitten, dass du das vorliest, weil ich finde es gerade nicht. Ja, ich mache das gerne. Also, ich fange nochmal an. Es gibt Zeiten, in denen man glaubt, nichts geht weiter. Was wir in unserer Gesellschaft nicht berücksichtigen, ist, dass selbst im Stillstand vieles erkannt wird, dass die schöpferische Kraft in uns Regenerationsphasen durchläuft. Besonders für Frauen, die das schöpferische Gebärende repräsentieren, sind die Zeiten der Stille und Regeneration wichtig. In dieser Phase entsteht Neues. Alle Gewohnheiten, alle Art werden auf ihre Nutzbarkeit geprüft. Manches wird losgelassen. Dienendes bleibt und wird gefestigt. Ein Säuberungsprozess wird im Gange gesetzt. Wie lange das dauert, hängt natürlich von der persönlichen Lebensgeschichte ab. Wer viel Müll angesammelt hat, und dazu zähle ich auch, toxische Gedankenmuster und Beziehungen, die uns die Lebensenergie geraubt haben, verweilt hier ein wenig länger. Die Stolpersteine werden im Laufe dieses Säuberungsprozesses als solch erkannt und beseitigt. Somit verschafft man innerliche und äußerlich Platz für Neues. Manches wird sofort integriert. Für andere Dinge brauchen wir womöglich mehr Zeit und Raum. Räume dir diese Zeit ein für deinen einzigartigen persönlichen Weg. Niemand kennt dich besser als du dich selbst. Ich wünsche allen, die sich in dieser Phase befinden, Mut, Vertrauen und Liebe. Der Weg der Selbsterkenntnis ist der wichtigste Weg, den wir im Leben beschreiben. Ja, Nelly. Dein Text. Ja, also warum ich diesen Text verfasst habe, der Grund war, dass ich festgestellt habe in meiner kritischen Phase, dass ich ganz viel Zeit für mich brauche und dass ich einfach ja, für andere Dinge nicht unbedingt zu haben bin, ja, dass ich nur begrenzt in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt bewegen konnte. Also konnte nicht auf fünf oder sieben Hochzeiten tanzen oder wie auch immer. Ich konnte nur begrenzt mit meiner Lebensenergie umgehen und das war auch wichtig so. Weil es ist ja so, in dem Moment, wo ich akzeptiere und annehme, wo ich im Leben gerade stehe, wo ich mich gerade befinde, das war meine Katze, die ist jetzt momentan sehr aktiv, dass der Heilungsprozess stattfinden kann. Aber wenn ich mich dagegen wehre und sage, ja, das kann es ja nicht sein, und diese Phase hatte ich auch, ja, also während dieser Zeit, dass ich mir gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein, was ist mit mir? Ich hatte ganz viele Pläne entworfen, ganz viele Ziele. Und warum kann ich jetzt, was ist jetzt mit mir los? Ja, jetzt kann ich nur gering von dem, was ich mir vorgenommen habe, kann ich jetzt umsetzen. Und ich wurde, sage ich jetzt mal, dorthin geführt. Nicht wortwörtlich und nicht ausdrücklich, sondern ich wurde durch gewisse Menschen dorthin geführt, zu dieser Erkenntnis, dass ich meine Situation unbedingt akzeptieren darf, damit es zu einer Heilung kommen kann. Und wie ich das akzeptieren konnte, haben sie für mich
sind für mich Türen aufgegangen, Erkenntnistüren, ja. Und dann habe ich gewusst gehabt, was zu tun ist in dem Moment für mich und nicht die Pläne, die ich sonst gehabt hätte, wenn diese Situation gerade nicht da gewesen wäre. Aber da wir ein komplexes Wesen sind, kannst du ja nicht sagen, so, jetzt habe ich keine Zeit, mich schlecht zu fühlen und krank zu sein und weiß der Gott was. Das mache ich irgendwann mal später. Jetzt möchte ich erstmal meine Ziele umsetzen. Das geht so nicht. Das weiß jeder von uns. Man muss und man darf den Zustand, in dem man sich gerade befindet, wirklich akzeptieren, annehmen, sogar umarmen, weil erst dann kannst du viele Dinge für dich erkennen. Und du erfährst auch durch diese Phase, was dir wichtig ist. Du fängst zum Sortieren an. Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht mehr wichtig? Und was benötigt jetzt ein bisschen mehr Zeit, bis ich mich zu einer Entscheidung durchringen kann? Ja, für manche Dinge brauchen wir länger. Das möchte man sich länger anschauen, einfach um für sich zu erfahren, okay, was ist in dem Zusammenhang wirklich schiefgelaufen? Ist da noch, gibt es etwas, was man verbessern kann? Oder bleibt es unveränderlich? Ist es etwas, was ich wirklich aus meinem Leben wirklich ganz strikt ausradieren muss? Also wie ein geschlossenes Kapitel in einem Buch, zu sagen, okay, bis daher war es so und ich schlag ich ein neues Kapitel auf. Und wenn man nicht weiß, wie man das macht, es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Institutionen und mit Wissen, Alternativmedizin oder auch zu einem allgemeinen Arzt, wie auch immer, jeder, wie er sich, wie soll ich sagen, wo er sich hinberufen fühlt oder wo er glaubt, dass er seinen Seelenheil findet. Genau dorthin sollte man gehen. Und deswegen sage ich, es ist so wie das Leben, die Zyklen durchläuft. Sind auch unsere Lebenszyklen, weil das Leben ist Veränderung. Und wenn ich erkenne für mich, ich befinde mich in einer Phase, wo Veränderung stattfinden möchte, aber ich muss jetzt noch was loslassen, damit ich mich weiter verändern kann, dann bleibe ich lieber stehen und schaue mir das Ganze an, ganz gleich. Also abgesehen von dem, was die anderen sagen, naja, du brauchst aber schon sehr viel Zeit. Ja, na und, es ist mein Leben, ja. Ich kenne mich selbst besser wie du. Ja, das kann man so sagen, das darf man so sagen und das ist auch so. Und dass man sich wirklich diese Zeit nimmt für sich, um Dinge loszulassen, die einem nicht mehr gut tun, damit man vorankommen kann. Ja. Ja, danke. Roman, hast du da Ergänzung zu? Ja, auf dass man alle diese wertvollen Eigenschaften, wie die Nelly jetzt gerade aufgezählt hat, sich aneignen kann, ist ja das Wichtigste seine eigene Achtsamkeit. Und auf der Facebook-Seite von Seelgespräche gefällt mir da dieser Text ganz gut über die Achtsamkeit. Darf ich den vielleicht mal vorlesen? Bitte sehr gerne. Also Achtsamkeit. Achtsamkeit ist eine Form von Bewusstsein oder Gewahrsein. Laut Hirnforschung können wir bewusst nur einen minimalen Anteil über die Sinnesorgane wahrnehmen. Was ist dann Wirklichkeit? Realität.
Wir stellen in unserer sozialen Interaktionen fest, dass wir zu bestimmten Themen unterschiedliche Ansichten haben oder ähnliche. Dennoch ist es so, dass in einem untergeordneten Kontext jeder Mensch ein eigenes Universum darstellt. In diesem Zusammenhang ist für mich dann klar, dass das Leben keine Fehler machen kann, dass wir einen minimalen Anteil an Einfluss auf das große Ganze möglich ist. Ich kann nur in meinen eigenen Rahmen wirken, was sich sehr wohl natürlich auf das große Ganze auswirken kann, wenn ich mich dafür entscheide. Die Entscheidung muss gar nicht erzwungen oder erpresst werden. Es reicht vollkommen aus, wenn man sich auf das Leben einlässt. An dieser Stelle wird mancher denken, das tue ich doch bereits. Für mich bedeutet, sich auf das Leben einzulassen, radikal zu allem, was uns ausmacht und was im Leben geschieht, ja zu sagen. Stell dir mal als Vergleich einen Baum vor, der sich dagegen wehrt, einer zu sein. Das entspricht der Vorgangsweise unseres Denkens, wenn wir etwas nicht haben wollen. Ob es dem Baum was nutzen würde, etwas anderes sein zu wollen, wo anderes zu stehen als dort, wo er gepflanzt worden ist, oder andere Früchte tragen zu wollen, als die, die man ohnehin schon trägt. Der Baum hat eine eigene Wirklichkeit, auf die er sich widerstandslos einlässt. Und so wie er sich dem Leben hingibt, erfüllt er seinen Lebenssinn. Zurück zur Achtsamkeit. Da jeder sein eigenes Universum in sich trägt, sollte Selbstachtsamkeit als eine Art Übung und Akt der Selbstliebe regelmäßig praktiziert werden. Unsere Befindlichkeiten, unsere Wahrnehmungen, unsere Bedürfnissen, unsere Träumen und Wünschen Achtsamkeit schenken. Alles darf sein. Mein Ja zu mir selbst ist ein Ja zum Leben. Dieser Text zeigt so schön aus, wir leben alle in unserem eigenen Universum, aber sind doch alle miteinander verbunden. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ein ganz toller Text, der eigentlich ein ganzes Stück an Bewusstsein wieder vermittelt. Sehe ich so. Und das ist nicht irgendwie eine Spinnerei, das sind irgendwo Fakten. Das Beispiel mit dem Baum finde ich unheimlich gut. Und der Baum steht da und hat sein Leben, auch wir. Toll geschrieben, Nelly. Das hast du geschrieben, richtig? Ja. Schöne Worte, wirklich. Vor allem, es hat jetzt alles in sich gefasst, über das ihr jetzt schon 1,75 Stunden gesprochen habt. Das hat wirklich sehr umfangreich und objektiv. Ja, da gibt es noch einen schönen Text. Vielen Dank. Der steht noch da drunter. Und das ist Seelengespräche. Ich habe mir den auch vorhin schon angeschaut. Und da geht es, jeder von uns ist mit Gaben, Fähigkeiten ausgestattet. Denn ich sage immer so schön, ja sicherlich, jeder Mensch ist was wert. Es wird oft immer nur gesagt, ich bin ja nur der oder ich bin ja nur die Gehilfin oder die Putzfrau. Ich sage, nein, ihr seid, ihr habt es euch ausgesucht und jeder Job hat auch einen Grund, warum man den Job hat. Jeder von uns ist mit Gaben, Fähigkeiten ausgestattet. Wie ein Maurer oder ein Künstler eine Werkzeugkiste besitzt, um seine Arbeit, Werk zu errichten. So kann man die persönlichen Fähigkeiten sehen und benutzen. Nach meiner Erfahrung und Beobachtung sind wir ja alle gleich gut ausgestattet. Der Unterschied liegt in den besonderen Ausprägungen unserer Fähigkeiten. Bei dem einen ist beispielsweise die Intuition stärker ausgeprägt, bei den anderen die Fähigkeit, komplexere Zusammenhänge zu erkennen und diese gut nach außen zu vermitteln. Es erscheint mir wichtiger denn je, unsere Absichten hinter unseren Handlungen abzuklären, unsere Werkzeuge mit mehr Bedacht einzusetzen. Die Menschheit befindet sich wieder mal an einem Wendepunkt, an dem wir aufeinander angewiesen sind. Die reine Intention des Herzens im gemeinsamen Umgang ist vonnöten. Nicht in einer Abhängigkeitsform,
die uns wieder in die Opferrolle drängt, sondern in einer für unsere Zeit aufbauende Verbindlichkeit, wertschätzende Achtsamkeit im Angesicht unserer menschlichen Bedürfnissen und Schwächen, gemeinsame Ziele zum Wohle aller anstreben. Unsere kleinkarierten Denken, womöglich auch aufgrund von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Prägungen ein Ende zu setzen. Wir haben oft genug schmerzlich erfahren müssen, wie es sich anfühlt, wenn Macht missbraucht wird. Möge uns diese Erfahrung als Lexikon für unsere nächsten Schritte in einer liebevolleren Welt dienlich sein. Ja, super, Nelly. Das sind Themen, die, denke ich, schon erreichen. Ja, also das, was ich geschrieben habe, sind Themen, die mich persönlich bewegen. Und es kommt einfach, mein Kanal öffnet sich und die Seele spricht. So sehe ich das. Und manche Sätze sind vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht hört sich für den einen oder anderen ein bisschen melodramatisch an. Aber wenn ich mir das ganz große Ganze so anschaue, ja, wie unglücklich oder unzufrieden viele Menschen sind, wie gehetzt sie sind, alleine gestern an einem Feiertag, wie gehetzt die Menschen sind, das gibt mir zum Nachdenken. Das kann es nicht sein, ja. Aber es ist so, kann schon sein, natürlich. Ja, es hat alles einen Grund, warum das so ist. Und deswegen finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns die Hände reichen. Also jetzt spreche ich nicht über, wie soll ich sagen, über heilige Dinge, aber die heilige, wie soll ich sagen, das Schönste, was wir uns gegenseitig schenken können, ist Achtung. Und wenn wir das tun, dann entstehen ganz andere Beziehungen zueinander. Und dass man nicht mit jedem kann, das ist eine andere Sache. Deswegen muss man ja nicht, was weiß ich, man kann sich auch aus dem Weg gehen. In dem Moment, wo Lektionen gelernt werden, weil mir mein Gegenüber was widerspiegelt, dann ist es schon vorbei, dann ist es gegessen, aus, Ende. Und wir befinden uns alle in einem Boot. Das darf man so sehen. Viele schreiben auch, Menschen benehmen sich, als hätten sie eine zweite Welt in der Hosentasche. Und das denke ich mir auch manchmal, ganz ehrlich. Wenn ich sehe zum Beispiel, wie viel Essen weggeschmissen wird und andere müssen verhungern, da frage ich mich schon, warum? Warum? Nur damit die Wirtschaft angekurbelt werden kann? Ist die Wirtschaft wirklich in der Form, so wie es jetzt gelebt wird, wirklich so wesentlich? Ich glaube, dass die Wirtschaft uns mehr Kriege eingebracht hat, so wie auch diesen Zustand, wo Menschen ihre Häuser verlassen müssen und die Heimat. Und ich weiß bei Gott, dass die Menschen das nicht aus reiner Freude das machen, sondern weil sie vertrieben werden, weil sie der eigenen Familie ein besseres Leben wünschen und dementsprechend auch handeln. Deswegen befinden sich so viele Ausländer in Österreich, in Deutschland, in Italien und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass die Wirtschaft jetzt wirklich so wichtig ist. Was natürlich wichtig ist, ist, dass wir uns so zusammen verbinden, dass wir im kleinen Rahmen regional gesehen
uns verbinden und so uns gegenseitig unterstützen und auch eine Leistung erbringen, ja, in Form von Lebensmitteln oder Reparatur oder weiß der Gott was, was wir zum Leben brauchen, Möbelbau, alles Mögliche. Wir müssen gar nicht, weiß der Gott, wohin verreisen und von dort uns den Holz holen und was weiß ich, Zivilisationen von Menschen, die, was weiß ich, Anrainer dem Haus wegnehmen, ja? Und das muss nicht sein. Also in Form jetzt von Holz, sage ich. Es gibt ja noch Menschen, die in Wäldern leben oder wie auch immer, ja. Ich muss nicht diesen Menschen das seinem Holz wegnehmen. Das muss nicht sein. Und deswegen habe ich auch diesen Text verfasst. Ich glaube, dass wichtig ist, dass jeder von uns als Konsumenten, wir sind alle Konsumenten, das ist so, dass jeder von uns die eigenen Absichten abklärt. Es geht nicht nur darum, dass du dein Ego befriedigst und dir jetzt keine Ahnung was leistest von irgendwo und überhaupt und es ist mir egal, ich habe mir das jetzt verdient aus dem Ego heraus, sondern dass du auch mal hinterfragst, wo kommt das her? Was kann ich anders machen? Wie kann ich das Leben anders gestalten? Mit wem kann ich mich zusammentun? Weil es mittlerweile genug Organisationen gibt, die das, was ich jetzt gerade erzähle, auch bereits umsetzen. Ja, so viel dazu. Ja, das sind Themen, jetzt fällt mir der Joe Kreisel an, keiner darf einem was wegnehmen. Das gehört alles in unserem Besitz, aber wir leben in diesem Kapitalismus, leider Gottes, und der Mensch bewertet, das ist Geld, und Geld ist alles wichtig, wir sind in die Abhängigkeit gebracht worden, und daher verlieren selbst auch Menschen, jetzt nicht diese Ausländer, die du jetzt nanntest, aber auch Menschen einfach ihre Häuser, werden auch vertrieben, letztendlich. Wegen Geld. Und Geld wird aus dem Nichts geschaffen. Und du sagtest, natürlich sind nicht die Menschen diejenigen, die würden gerne dort bleiben, wo sie leben oder gelebt haben. Ja, wenn man aber da wieder andere lobbyistische Gedanken hat von Geldern, die man damit verdient, das sind ja die wenigen, Nelly, die Menschen daran verdienen lassen. Und die Menschen selber sind, glaube ich, schon in dieser Klarheit, dass Politik, Religion viel schon kaputt gemacht haben. Das darf man ruhig sagen. Und warum haben wir einen Mafiosis da? Also Pharma-Lobbyisten, Mafiosis. Wir haben die Plastikmafia da. Wir haben die Fleischmafia da und was auch immer. Und da geht es nur um Geld, 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 Geld. Und der Mensch, das ist ja was wir Menschen ja auch, das haben wir ja verloren letztendlich. Das ist ja eines, die Menschlichkeit haben wir durch diese Lebensweise so ziemlich eingeschränkt, mächtig eingeschränkt, für viele Menschen zumindest. Ja, das sind so ein paar Worte von mir. Vielleicht mag der Roman noch was sagen. Nelly, wir gehen schon fast auf die 22 Uhr zu. Wir müssen nicht pünktlich Feierabend machen. Wir können das schön ausklingen lassen natürlich. Und geben wir nochmal den Roman das Wort, oder? Ja, natürlich, gerne, bitte. Ja, der Mensch ist im Kollektivbewusstsein wirklich gehetzt und getrieben. Ihm wird eine Art Knappheit vorgegaukelt, sodass er nur noch eines scheinbar bleibt, seine Ellbogenstrategie durchzusetzen. Wenn der Mensch einmal erkennen würde, dass ihm nur dann wirklich gut gehen kann, ja, und vorankommt, wenn auch sein Gegenüber dasselbe erfahren darf. Nelly hat zum Beispiel gesagt, wir müssen zurück zur Regionalität. Und genau das ist das Geheimnis zu unser aller Glück. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, was hinter den Grenzen geschieht. Aber wie soll ich jemandem nach einer Grenze helfen können, wenn ich mich selbst in meiner Region nicht mehr helfen kann? Darum,
wäre es wirklich schön, wenn uns mal endlich bewusst wird, was wir mit unserem Konsumrausch wirklich verursachen, dass wir eben, wie schon erwähnt wurde, dadurch nur Kriege finanzieren, dass ein anderer wirklich zurückstecken muss, damit ich vorankommen kann. Und solange der Mensch einfach nicht begreift, dass wir alles nur Geschwister sind, dann können wir in einem lichternden Zeitalter voranschreiten. Denn in meisten Familien sieht es so aus, dass man auf seine Geschwister, auf seine Mutter und seinen Vater achtet und schaut. Und so müssen wir mal erkennen, dass es keine fremden Menschen gibt, sondern nur Menschen. Und mir hat es so gut gefallen, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln müssen. Ich habe zum Beispiel jetzt das Wort Geist gestrichen, weil die Nelly hat ja gesagt, sie würde es lieber als Bewusstsein deklarieren. Und wenn wir so ein Bewusstsein entwickeln, dann kann unsere Seele wieder erblühen. Ja, ich sehe es genauso wie du, Roman. Tja, Seelengespräche, Nelly Simtion. Nelly, wann hören wir dich wieder? Wann dürfen wir dich denn wieder erfahren? Du hast ja mit Sicherheit noch viel mehr Texte. Wir haben ja jetzt nur einen kleinen Auszug heute gemacht in diesen 2 Stunden. Ja, also ich habe an und für sich schon befürchtet, ich habe ja nicht so viele Texte verfasst. Ich möchte natürlich, ich habe ganz viele Texte in meinem Kopf, darum geht es ja nicht. Es geht nicht um die Texte, es geht immer um die Botschaften auch. Also ich werde natürlich demnächst auch wiederkommen. Es gibt einige Themen, die ich heute nicht ausführlich angesprochen habe. Aber ich werde sicher sehr bald wieder eine Sendung machen. Ich werde natürlich auch die Texte, die Blogbeiträge wieder mit einführen, weil das sind auch Teil meiner Arbeit. Ich sehe das so. Es ist das, was sich durch mich offenbaren möchte, sage ich jetzt mal. Und das hängt auch mit meiner Arbeit als Kinesiologin oder im Bereich der Alternativmedizin natürlich auch als zusammenhängend sehe. Und wann das sein wird, weiß ich es noch nicht. Aber wir werden dann demnächst werden wir noch einen neuen Termin ausmachen, Klaus, gell? Ja, sicher. Liebe Nelly, du solltest deinen Namen darunter schreiben, so wie der David Paustweg das macht. Das sind deine Texte, die du geschrieben hast. Dann darfst du doch dein Copyright für dich da verwenden, weil man sollte doch schon wissen, dass diese schön geschriebenen Texte von dir kommen. Ist nur ein Tipp von mir. Okay, danke dir. Ja, Nelly, wie hast du dich heute gefühlt? Ich denke, am Anfang war es ein bisschen nervös, hast du selbst mir gesagt. Und hat sich das denn ein bisschen gelegt? Ja, wenn ich einmal in meinem Redefluss bin, kann ich fast nicht mehr aufhören. Und ich habe, selbst wenn ich jetzt nicht so viele Texte verfasst habe und erst seit einem Jahr, also erst unter Anführungsstrichen, diesen Blog betreibe, steckt dieses Wissen schon so lange in mir drinnen und das musste jetzt nach außen. Und ich möchte ganz gerne, zum Schluss möchte ich noch einen Text vorlesen von mir, wenn ich darf. Und dann kannst du noch diesen Abschluss Song einspielen. Ist das okay? Ja, sicher, bitte, gerne. Okay. Also das ist ein Text zum Thema Vertrauen, weil ich finde, das Vertrauen, das hängt auch mit dem Wurzelchakra zusammen, das wurde in dieser Sendung angesprochen, und das Vertrauen ist auch ein Teilbereich des Wurzelchakra. Ich habe dazu einen Text verfasst und möchte es gerne jetzt vorlesen. Immer wieder erleben wir Momente, in denen unser Vertrauen geprüft wird. Die Prüfung kann darin bestehen, ob wir dem Leben vertrauen.
Oder ob wir dem, was wir für uns ohnehin schon in Erfahrung gebracht haben, durch unsere Gefühle, Eingebungen oder auch Intuition Vertrauen schenken können. Ich habe für mich erfahren, dass es manchmal nur kleine, aber viele Botschaften sind. Klein in dem Sinne, dass sie für uns sich als simpel zeigen. Wenn wir uns auf der Problemebene bewegen, neigen wir dazu zu glauben und zu denken, dass die Lösung dessen kompliziert und weit entfernt von uns liegen mag. Man mag vielleicht auch dazu neigen, zu viel auf einmal in Angriff nehmen zu wollen. Da hilft uns aber der praktische Verstand dabei. Niemand von uns kann wirklich gleichzeitig auf zwei Baustellen arbeiten. Oft ist es so, dass wenn sich ein für uns primär wichtiger Aspekt im Wohlgefallen auflöst, wird dann viel leichter und energievoller uns anderen Sachen widmen können. Zurück zum Vertrauen. Ja, es gibt diese Zeiten, wo das Vertrauen geprüft wird. Vertraue deinem Herzen und den Gaben, die dir das Universum zur Verfügung gestellt hat. Es sind die Gaben, die jeder für sich nutzen darf. Mögen wir alle aus unseren Lebensthemen geschützt und gestärkt hervortreten. Ja, also so viel dazu. Ich möchte die Leute nur inspirieren und anregen. Und ja, ich wünsche jedem, der heute zugehört hat, eine gute Nacht und bedanke mich auch recht herzlich, auch bei dir, Klaus, für deine Bemühungen und möchte dich bitten, dass du jetzt den Abschlusslied einspielst. Ja, dann sage ich vorab auch eine gute Nacht. Dankeschön an unser OKiTalk-Team natürlich, weil sie uns immer unterstützen. Hier an unserem Redner Roman von CryptoTV ein ganz liebes Dankeschön an die Zuhörer auch. Und wir sind morgen unterwegs in der Ethikermesse in Mank. Nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ab 11 Uhr übertrage ich die ersten Vorträge, nicht so wie um 10 Uhr, das werde ich noch ändern gleich. Und das geht dann Samstag, Sonntag. Und angekündigt hat sich schon Maniolo bei uns wieder und David Pausweg, der Andersmensch, am 22. November. Das ist schon soweit ausgemacht. Und nun, liebe Nelly, ganz, ganz lieben Dank dir. Und nun sagen wir den letzten Song. So auf 432 Hertz. Und der Song heißt von Mach 7art Return to Your Soul. Und wünsche viel Spaß und einen schönen Abend. Klaus, Ja. es ist von Callum Graham, The Nomad. Wenn du nochmals bitte nachschauen würdest, verzeih. Nicht verzeiht, das ist das mit der Gitarre. Und Genau. das machen wir doch ganz gerne. Aber der ist nicht auf 432 Hertz, aber das ist auch jetzt nicht so schlimm. Ja. Ja. Alles Liebe. Dankeschön. Alles Liebe auch von mir. Danke, Roman. Tschüss. Ciao, tschüss, Namaste.